Hi, und willkommen zu meinem Video. Ja, ihr seht mich stehend dieses Mal, damit ich euch zeigen kann, was ich in der Innenstadt was ich gekauft habe. So, erstmal das fette Paket. Und dann habe ich mir einmal diese Ramen-Nudeln gekauft, bei uns im Asiamarkt. Ich war im Asialaden. Und ich fand es einfach, die lassen sich schneller kochen und das wird meine Mutter hassen. Da steht gleich keine Anleitung, wie man es kocht. Ah, doch, hier. Das könnte eine Anleitung sein. Ja, das ist eine Kochanleitung. Na, Glück gehabt. Ja, dann habe ich mir einmal, weil ich die hier. Das sind die schärfsten Nudeln, die es gibt, so mitunter. Die heißen Samyang. Und ja, ich mag diese Sorte am liebsten. Ich lasse dann weil die ist getrennt. Da gibt es einmal das scharfe Zeug, also diese scharfe Paste, und einmal so ein nicht scharfes Zeug. Das ist so Pulver. Und das Pulver, das mag ich total gern. Und das scharfe, das lasse ich dann halt einfach immer weg. Ich gebe es zu. Dann habe ich mir zweimal Jasminreis gekauft, weil ich bin der typische Jasminreisesser und ich habe mir schon ewig keinen neuen Jasminreis mehr gekauft. Und ja, dann dachte ich mir so, ich mache das mal wieder. Und wenn ich eben im Asialaden bin, nehme ich halt einfach mal zwei Packungen mit. Das reicht bei mir immer fast 6, 7 bis 10 Jahre, weil ich nicht so oft Reis esse. Aber ja, wenn ich schon da bin, dann nehme ich es mit. Ja, dann Spontankauf. Ich gebe es zu. Ich bin mir auch so eine Sache. War noch das hier. Das habe ich mir dann wirklich ganz spontan gekauft. Und das sind so 5. Oh, Sekunde, entschuldigt. Ist furchtbar. Jetzt, ich weiß, wir hatten das vorher schon. Aber ja, es sind 5. Das sind Essstäbchen zum immer wieder benutzen. Und ich mag so gern, ich esse gerne mit Essstäbchen. Ich habe da ein Talent dafür. Das liegt an meiner komischen Art. Hey Grammy, du bist jetzt auch gerade mitten in meinem Video. Warte. Ja, es ist welche. Warte mal, ich mache die kurz auf Lautsprecher, damit nicht wieder schon wieder denkt, dass ich nur mit mir selber rede am Telefon. Du kannst Hallo zu meinen Zuschauern sagen. Naja, du kannst sie auch nicht hören. Sie hören dich nur und mich. Ja, auf jeden Fall. Ich rufe an, weil ich dir ja vorher gesagt habe, dass 4 Essstäbchen in der Packung sind. Aber das ist falsch. Ich habe gerade beim Zeigen bei den Zuschauern entdeckt, es sind 5. Ja, also 5. Na, es sind 5 mal 2. Also insgesamt sind es 10. Ja. Gut, das wollte ich dir nur kurz erzählen. Also dann, Grammy. Schlaf gut. Ciao. Entschuldigt. Manchmal macht man Aussagen und ich wollte jetzt nicht warten bis nach dem Videodreh, weil dann wäre es viel zu spät, weil da muss ich ja dazwischen noch bei meinem Papa vorbeigucken und seinen Fernseher irgendwie wieder in den Griff kriegen. Außer unser Fernsehtechniker kommt vorbei. Das wäre toll, weil den brauche ich auch gerade. Das wäre auch so eine lustige Geschichte. Ja, dann. Und das ist so was, was ich mir schon ewig gewünscht habe. Einen riesen Löffel. Das ist Keramik. Und oh, ich habe die mal im China-Laden, habe ich den einmal gesehen, als ich beim Chinesen essen war, als ich ein Kind war. Da gab es den immer in der Reisschale, damit man dann zusammen essen kann. Und ich habe das so geliebt und ich wollte immer einen haben. Und jetzt habe ich einen. Meinen eigenen großen Löffel. So, den muss ich eh noch abwaschen. Also, den stelle ich da rein. So. Aber, weil sich Suppe so schlecht essen lässt mit Stäbchen, habe ich mir hier noch diesen wunderschönen Löffel. Also ich finde den wunderschön. Ich habe mir insgesamt mehrere. Also ich finde den jetzt wunderschön. Bitte nicht. Jo. Mit diesem Muster und alles und so. Und davon habe ich mir zwei geholt. Und dann
dann passend zu meinem großen Löffel habe ich den jetzt noch mal in klein zweimal. Und dann, weil ich die wirklich, also die finde ich mit Abstand so am allerschönsten, muss ich zugeben, habe ich mir noch die hier geholt, also so Löffel. Irgendwie, wenn ich das überlege, aber naja, klingt komisch, aber ich wollte immer welche Dinger haben. So. Und dann habe ich mir nur so eine Schale, habe ich mir so Schalen. Also davon habe ich jetzt zwei, die sind ungefähr ja, handgroß. Da kann man gut draus dann essen. Wenn ich das mit meinem Papa zusammen essen und dann schickes Papier zum Trennen, das behalte ich. Ja, ich kann ja nicht sagen, schickes Papier zum Behalten. Aber hier, das habe ich gerade dazwischen entdeckt und das finde ich ganz schick. Deswegen behalte ich das auf jeden Fall. Ja, damit das geschützt ist. Da ist die zweite Schale. Und ich wollte schon immer solche Schalen haben. Ich dachte, wie es ist. Und dann auch wieder mit so einem schicken Papierchen. Habe ich mir noch eine ganz große geholt, dass man so die Suppenbrühe oder die Sobas da reinmachen kann. Dann kann man sich rausnehmen, wie man möchte. So. Ja. So, dann machen wir dich da rein. Und so. So und so. Und ich glaube, dann haben wir alles. Das ist nochmal eine Rechnung. Weil alles zusammen, kann ich euch auch zeigen, ist ja nichts, was ich verheimlichen möchte, hat alles zusammen 60 Euro gekostet. Also wahrscheinlich billig, aber für die Qualität zahle ich das doch gerne. Ja, das war alles, was ich euch dazu sagen kann. Dann habe ich euch das jetzt auch gezeigt und wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr auch schon mal sowas gemacht habt, einfach von eurem Weihnachtsgeld euch mal einen Kindheitstraum zu erfüllen. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an diebell.readmyoutlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns. Bis bald. Tschüss. Okay, jetzt kommt peinlich, aber so jetzt ganz weit nach vorne beugen.